Hans-Uli Lehmann, 3 Fragen, 3 Antworten. Du bist seit dem Februar Pensionär. Was hat sich seit dem Tag in deinem Leben geändert? Gar nichts. Aber wirklich gar nichts. Ich bin zwar 65 geworden, körperlich gar nichts, aber geistig schon ein bisschen. Man fängt sich an, beschäftigen damit, was macht man, wenn man nicht mehr alltag ins Büro geht. Und mit dem setze ich mich schon sehr bewusst in den letzten Monaten auseinander. Wenn dann der Ruben, mein ältester Sohn, im August Riverside übernimmt, dann werde ich mich noch viel mehr müssen mit dem Gedanken auseinandersetzen, was mache ich in dieser Zeit, als ich früher im Büro war. Das Schweizer Stimmvolk hat kürzlich der 13. AHV-Rente zugestimmt. Seither wird heftig diskutiert, wie die Zusatzkosten finanziert werden können. Was wäre dein Vorschlag? Ich habe keinen Vorschlag, ich habe Nein gestimmt. Das sollen sich die darum kümmern, die Ja gestimmt haben. Nein, es ist, ja, ist ein grosses Problem, dass man Vorlagen annimmt oder kann abstimmen darüber, ohne dass die Finanzierung geregelt sind. Das ist auch für sich eine Unart, weil wenn man so eine Mehrausgabe beschließt, muss man ja mindestens eine Idee haben, wie man sie finanziert. Es ist Ostern. Welches ist dein allzeit beste Osternäschli-Versteck? Oh, das ist ganz schwierig. Allzeit best Osternäschli-Versteck. Was meinst du für meine Kinder? Ja. Ja, das Spannendste war immer, dass wir es von aussen können machen, nicht im Haus rein. Aber kommt mir jetzt nicht gerade das spannendste Versteck im Sinn. Aber es ist schon passiert, dass ich selber nicht mehr gewusst habe, wo ich das Versteck habe. Aber wo es war, mag ich mich nicht erinnern. Danke vielmals und schöne Ostern. Wünsche ich dir auch. Danke, Karin.